Everybody wants clout, but no one wants to work for it. Telling me to give it a rest like a search warrant. You won't see me stop. Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es um das Hauptquartier und die ganzen Stände hier in dem Hauptquartier. Und ich werde euch heute mal komplett durch das komplette Hauptquartier führen und euch an jedem Stand zeigen, was man dort machen kann, was ihr dort bekommt und so weiter. Ja, dann gehen wir mal direkt hier am Anfang des Hauptquartiers, werdet ihr ja hier vorne gespawnt und dann geht ihr einfach mal, oh, gucken wir erstmal hier, also ich kann euch vorab erstmal sagen, das wisst ihr auch schon wahrscheinlich hier, die ganzen Vorratskisten, die könnt ihr dann hier abwerfen, also wirft ihr, also ihr könnt erstmal R2 drücken, dann seht ihr hier halt Vorratslieferungen, seltene Vorratslieferungen, Zombie-Vorratslieferungen oder seltene Zombie-Vorratslieferungen. Ich hatte bis jetzt nur seltene und normale Vorratslieferungen und die könnt ihr auf den Boden schmeißen, dann kommen die vom Himmel herunter und dann könnt ihr, dann seht ihr, was ihr bekommen habt und ihr seht das natürlich auch von den anderen ganzen Leuten, was die bekommen haben. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel zu so einem Typen hier geht, hier zu der Prinzessin hier, drückt mal Viereck und dann kann man auch den Spieler hier empfehlen, eine einmalige Empfehlung aussprechen und bis jetzt weiß ich leider noch nicht, was das bringt, aber es gibt auf jeden Fall so eine Tagesherausforderung, wo du 5-mal empfehlen werden musst, damit du die Herausforderung schaffst und im Endeffekt dann Sozialpunkte bekommst. Wozu die Sozialpunkte gut sind, das weiß ich leider auch noch nicht. Auf jeden Fall könnt ihr jetzt hier zum Poststellstand gehen und dort seht ihr halt hier eine Gehaltsliste, die aktualisiert sich, glaube ich, alle 3 oder 4 Stunden. Und dort könnt ihr bekommt ihr immer Waffenkammer-Credits, die ihr euch dann abholen könnt und mit diesen Waffenkammer-Credits könnt ihr jetzt hier direkt links vom Poststand hier beim Quartiermeister verwerten, indem ihr, ich zeige euch erstmal, was es hier überhaupt gibt beim Quartiermeister, erstmal Aufträge und Sammlungen, also Aufträge, da könnt ihr euch mit diesen Waffenkammer-Credits verschiedene Aufträge bekommen, mit denen ihr auch verschiedene Belohnungen bekommt. Zum Beispiel hier bekommt ihr EP, hier eine seltene Vorratslieferung, wieder EP, seltene Vorratslieferung. Ja, und die, wie ihr seht, haben auch eine bestimmte Abschlusszeit. Ja, dann bei den Sammlungen gibt es verschiedene Waffenvarianten, epische Waffenvarianten, die ihr ebenfalls mit Waffenkammer-Credits freischalten könnt. Also es gibt hier nicht nur Waffenvarianten, sondern es gibt auch Anziehsachen, verschiedene Anziehsachen-Varianten. Hier zum Beispiel Gebirgsjäger für den Sniper. Ja, ja, dann war es das mit diesen beiden Ständen und hier rechts geht es dann direkt zum Skistand, wo ihr dann verschiedene Waffen ausprobieren könnt. Zack, wir wechseln direkt in den First-Person-Modus und könnt dann hier so ein bisschen draufballern, ein bisschen Waffen testen, dies, das, könnt auch... Oh, was habe ich denn? Was? Ich habe irgendwas Geheimes freigeschaltet oder sowas. Keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe. Auf jeden Fall hier ein bisschen die Waffen austesten und so weiter. Granaten könnt ihr auch werfen, alles Mögliche könnt ihr machen. Ja. Moin. Ja, dann gehen wir hier wieder raus. Dann wechseln wir wieder in den Third-Person-Modus. Das ist eigentlich ziemlich geil gemacht worden von Activision. So, dann laufen wir nicht rechts rum, sondern erstmal hier links rum. Hier sitzt ein Typ, entspannt ein bisschen. Hier in den Theatermodus rein, beziehungsweise Kinomodus rein. Hier sitzen auch schon ein paar Leute, die gucken sich da irgend so einen Film an. Es ist zwar nur ein Bild, aber naja gut. Da drücken wir mal Viereck und zwar kann man hier, also ich hätte jetzt gedacht, dass es ein Theatermodus ist, wo man seine eigenen Spiele irgendwie wieder sehen kann und dann hochladen kann und so weiter, wie in Black Ops.
Und leider ist dem nicht der Fall. Man kann hier einfach nur so irgendwelche Videos von Sledgehammer Games, keine Ahnung, irgendeine Dokumentation, eine Quarantine-Trailer und sowas angucken, was eigentlich keinen wirklich interessiert. Und hier sind Live-Events, die sind momentan leider noch nicht verfügbar für MLG. Das ist auch ganz cool, aber keine Ahnung, ich habe es mir halt ein bisschen cooler vorgestellt, dass man seine eigenen Videos hier auch hochladen kann. Das würde ich persönlich cooler finden als nur das hier. Ja, und passend dazu, zu den Live-Events von MLG, ist hier auch eine Rangliste, hier so eine Tafel mit den Rangliste, Hauptquartier, Mitglieder, Bestenliste. Ja, Rangliste fällt ja erst am 1. Dezember und deswegen steht hier noch nichts. Ja, dann gehen wir mal direkt weiter hier nach unten zu diesem Stand hier. Das ist der Emblemstand. Hier kann man seine eigenen Embleme erstellen. Hier kannst du deine eigenen Embleme erstellen. Ich habe bis jetzt noch nichts erstellt. Ich bin, glaube ich, da nicht so begabt. Andere können das besser. Und dann kannst du deine Embleme hochladen. Ist leider noch nicht freigeschaltet, kommt aber noch und kannst dir verschiedene Embleme ansehen. Yep. Dann gehen wir mal weiter hier nach unten. Hier, dieser Stand ist einer der besten Stände, die es hier gibt im Hauptquartier. Meiner Meinung nach Score Streak Training Range. Genau, Punkteserien. Hier kann man die ganzen Punkteserien austesten, die es in dem Spiel gibt. Das werden wir jetzt auch mal direkt machen. Wir gehen am besten mal alle verschiedenen Punkteserien einmal durch. Und ja, um das einfach mal auch mal abgehakt zu haben, dass ich euch mal alle Killstreaks gezeigt habe. Hier Molotow-Cocktail ist der erste Killstreak. Einfach werfen, dann verbrennen die Gegner. Ja. Ja. Und dann könnt ihr auf die Optionstaste drücken. Und dann nächste Killstreak auswählen, Aufklärungsflugzeug. Ist einfach eine Drohne. Ich muss jetzt, glaube ich, nicht alles austesten, dass das Spiel nahe so Abflussflugzeug, das ist eine Konterdrohne. Vorratslieferung kann ich auch mal kurz zeigen. Vorräte liegt jetzt da unten, dann kommt er von oben. Vorräte, ne, ganz klar. Jagdpilot kann ich mal zeigen. Hier kann man halt so wählen, welche Richtung dieser Jagdpilot seine Bomben abfeuern lassen soll. Ach, seine Bomben abfeuern lassen, wenn man runterfliegt. Und dann kann man die halt selber abballern. Er lässt keine Bomben fallen. Das war nur ein Spaß. Gleitbombe, hier wird aber eine Bombe runter. Fliegt aber eine Bombe runter, die kannst du auch selber steuern. Zack. Bam. So. Easy Quad. So. Haben wir hier einen Flammenwerfer als nächstes. Aber das finde ich irgendwie dumm. Du kannst halt nur hier oben sein. Ich habe schon getestet, man kann hier gar nicht rausspringen oder sowas. Irgendwie voll komisch. Und du kannst den Flammenwerfer, sollst du von hier oben testen? Ich meine, das bringt doch gar nichts. Ich habe bis jetzt noch keinen einzigen geschafft zu töten mit dem Flammenwerfer. Wahrscheinlich müssten die dann wirklich hier sein, um die töten zu können dann. Ja, dann gehen wir weiter. Mörserschlag. Mörserschlag. Hier kannst du 3 Punkte auswählen. Da kommt von oben der Mörser und ballert ein paar Bomben runter. Zack, alle wurden weggebombt. So, ja, das war's. Artillerie, Speerwurf. So, da kommt jetzt ein Artillerie-Speerwurf. Das sieht so aus. Ne? Auch alles ziemlich ähnlich, aber sieht schon so richtig spektakulär aus. Das ist schon ein bisschen krasser. Kommt auch ein bisschen mehr Bomben runter als beim Mörserschlag. Deutlich mehr Bomben. Hier das Flakgeschütz. Das kann ich mal zeigen. Das Flakgeschütz ist sowas wie eine. Ich weiß nicht, ich glaube, da fliegt halt ein Flugzeug da irgendwie in der Luft rum und ballert dann die Gegner ab. Aber ich glaube, man muss ziemlich lange darauf warten, bis es jetzt endlich mal auftaucht, weil ich habe es ja eben gerade gerufen und es ist nichts passiert. Das ist mir vorhin auch schon mal. Ah, ich glaube. Nee. Doch, es müsste jetzt da sein, oder? Ich weiß es nicht. Irgendwie verstehe ich das auch nicht so ganz. Flakgeschütz. Zerstören Sie alle feindlichen Luftpunkte. Ach so, verhindern Sie, dass Gegner neu einsetzen können. Ach so, ich dachte, es wäre. Okay, nee, 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 alles gut. Also, das Flakgeschütz zerstört einfach feindliche Luftpunkte-Serien und verhindert, dass neue Gegner neu einsetzen können. Genau das macht das. Deswegen hat es mich so gewundert, warum da nichts passiert. Hier, das ist der Notfallabwurf. Können 4 Kisten, glaube ich, runter.
kennt man auch schon, ist auch nichts Besonderes. Dann den brennenden Bombenangriff, eine manuell gezielte Bombardierung, die eine Spur aus Flammen hinterlässt. Das ist richtig geil. Ah ne, nur drei Pakete vom Notfallabwurf. Okay, dann testen wir jetzt die nächste. Also kannst du auch jetzt hier auf der Karte wählen. Kommt gleich ein paar Brandenbombe, die dann hinterlässt hier noch ein bisschen Feuer auf dem Boden und die dann Gegner auch nachträglich noch killt. Jo, das ist, die ist richtig krass. Hinterlässt noch ein bisschen Feuer, dann können die Gegner nochmal reinlaufen und verbrennen dann. Ja, und dann hier Fallschirmjäger ist sowas wie Hunde aus World War 1, nur dass es keine Hunde sind, sondern Menschen, die dann die anderen Menschen abknallen. Die sind auch richtig stark, also hier, wo ich es getestet habe, richtig krass. Dann hier Flächenbombardierung, also hier könnt ihr im Killfeed sehen, wie stark die sind, diese Fallschirmjäger, ne? Hier probieren wir das nächste, das ist der Bomber-Tiefflug, das ist glaube ich sowas wie in MW2, dieses, boah, ich weiß nicht mehr wie es heißt, um ehrlich zu sein, auf jeden Fall kommt jetzt dieses Flugzeug, das wirft hier über die ganze Map hier Bomben rüber und runter und das nicht nur einmal, sondern mehrere Male, also gleich kommt es nochmal, ich glaube dreimal oder so. Lass mich aber nicht lügen, wir warten ab. Und dann hier Rufkanzlerschütze ist sowas wie Helikopterschütze, ne? So, das war das zweite Mal. Hier, Helikopterschütze. Ihr wisst Bescheid, ne? Ja, gehen wir direkt wieder raus hier. Und da hinten kommt er nochmal. Ich glaube, dreimal kommt er. Die Flächenbombardierung. So, das waren jetzt die ganzen Killstreaks. Ich möchte jetzt hier gerne raus und zwar macht man das hier, Punkte, Serientraining verlassen. Auf jeden Fall geht ihr jetzt von hier aus, kann man dann direkt straight hier zum Waffenschmied gehen. Hier könnt ihr euer Waffenprestige, also eure Waffenprestigen Lackierung ansehen. Ist leider noch nicht verfügbar, so wie die Embleme. Also man kann hier tatsächlich Lackierungen für die Waffen hochladen, Lackierung selber anfertigen und Lackierung ansehen, das finde ich richtig geil, um ehrlich zu sein, ich finde das richtig, richtig, richtig geil. Ich hoffe, diese Lackierung kann man die dann auch im Spiel spielen, im Multiplayer-Spiel? Aber ich bin nicht ganz sicher. Auf jeden Fall könnt ihr hier ins Prestige gehen mit euren Waffen. Das tue ich jetzt auch mal mit meiner Sniper, habe ich noch gar nicht gemacht. Prestige, zack, Prestige 1, jetzt habe ich einen Clan-Tag und Kill-Counter, soweit ich weiß, ne? Bin ich damit ins Prestige gegangen und gehe nochmal mit diesem hier ins Prestige. Prestigewaffe, Selbstwaffe zurück mit Prestigewaffe. Ja. So, jetzt haben wir die ganzen beiden Waffen auf Prestige gesetzt. So, zack, Prestige hochladen, bla, nichts, auch nichts Besonderes. Aber dann nehmen, ist schon was Besonderes. Waffenprestige, schon cool, ist schon cool. Hab nichts gesagt, ja. Hier steht ein Motorrad. Damit kann man aber leider nicht fahren. So, hier unten ist so ein Bunker direkt gegenüber vom Waffenschmied. Und wenn ihr in den Bunker reingeht, könnt ihr auch bei dem Kollegen hier. Ne, ihr seht es eigentlich schon an diesem Kopf hier so ein bisschen. Zu Nazi-Zombies wechseln. Da könnt ihr jetzt nicht durchs Menü, sondern hier direkt durch das Hauptquartier zum Zombie-Bonus wechseln. Ja, gehen wir mal wieder raus hier. Und hier ist auch was richtig Geiles. Duell, hier kann man ein 1 gegen 1 Duell spielen. Das habe ich persönlich leider noch nicht gemacht, weil ich zu beschäftigt war, im Multiplayer-Modus voranzukommen. Ein bisschen zu snipen, ihr wisst schon. Ja, hier spielt man dann 1 gegen 1. Es können auch von außen die Leute einfach hier so stehen und zugucken, wie er da zermetzelt wird, soweit ich weiß. Also ich habe es auf jeden Fall so gesehen in einem Video. Persönlich habe ich selber noch nicht gespielt, wie gesagt, aber ja, ist auf jeden Fall auch richtig cool. So, dann sind wir ja schon fast am Ende. Wenn wir dann hier wieder hochgehen, auf diese Seite kommen wir dann zurück. Zum Anfangspunkt, hier ist der Divisionsprestige-Kollege. Moin. Und zwar kann man hier mit seinen einzelnen Divisionen dann nochmal ins Prestige gehen. Kann ich leider noch nicht. Ja, da ich noch ein bisschen brauche. Und hier bei dem Kollegen. Ach so, hier muss man Prestige sein, um da weitergehen zu können, glaube ich. Hier zum General, glaube ich. Genau, da kommst du zum General, wenn du Prestige bist. Das kann ich leider noch nicht machen, weil ich erst Level 30 bin oder so. Sie müssen prestigeberechtigt sein, genau. Ja. So, das
Genau, den habe ich noch gar nicht gezeigt. Und zwar hier, das wäre halt der letzte Stand. Dann seid ihr halt wieder hier, ne? Wieder am Anfangspunkt. Und das Wichtigste eigentlich von allen habe ich noch gar nicht erklärt, beziehungsweise habe ich noch gar nicht gezeigt. Das ist der Major Howard. Und zwar, er, bei ihm kannst du Tagesbefehle, das sind diese roten hier, diese roten Dinger, Tagesbefehle annehmen. Du kannst höchstens 3 Stück annehmen und dann hast du, die haben kein Zeitlimit und dann kannst du die halt erfüllen und bekommst dafür verschiedene Belohnungen wie Waffenkammer-Credits, Sozialpunkte oder 25% Bonuswaffen-EP und so weiter, ne? Oder Vorratslieferung, ne? Und dann gibt es hier unten noch diese lilanen Dinger, das sind Wochenbefehle, die auch ebenfalls kein Zeitlimit haben. Und die wieder, du kriegst immer wieder neue Befehle rein. Zum Beispiel neue Befehle ist verfügbar hier in 8 Stunden, 55 Minuten. Hier neue Befehle in 4 Tagen und so weiter. Und dann kannst du auch diese Befehle, wenn du dir die nicht gefallen oder so, die du jetzt genommen hast, kannst du wieder ablehnen und dann auf die neuen warten und diese dann wieder annehmen. Ja, und hier gut zu guter Letzt hier den Spezialbefehl. Der hat mir diesmal eine seltene Vorratslieferung gegeben und der wird natürlich auch wieder, also kommt natürlich auch wieder ein neuer rein. Ja, das ist eigentlich hier der wichtigste Typ von allen eigentlich oder der coolste Typ. Hier kannst du deinen ganzen Fehler annehmen, wo du dich durch ein paar Belohnungen kriegst. Ja, und das war es eigentlich auch schon mit dem Video zum Hauptquartiermodus. Ich persönlich finde den Hauptquartiermodus richtig geil. Ich meine, das ist ein bisschen was anderes zu den vorherigen Call of Duties. Und das muss jetzt auch mal sein. Es muss meiner Meinung nach irgendwas Neues, musste mal in den CODs jetzt wieder gebracht werden, vor allem im Multiplayer-Modus. Kann nicht immer sein, dass es irgendwie fast immer fast genau dasselbe ist. Und ja, das hier bringt ein bisschen neuen Touch rein ins neue Call of Duty und macht auch Spaß. Man kann hier auch übrigens Emotes machen, also wenn du mit den Pfeiltasten klickst, dann zum Beispiel das da, High Five oder sowas. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, Leute, und ciao! Boom. Ah. The thing goes.